Predigt zum Wort, heute am Sonntag, wir haben heute Pfingstsonntag und ich will heute über den Heiligen Geist reden, die klügste Person des Universums, der bei der Schöpfung dabei war, wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat und er will dein Helfer und Lehrer sein. Und er nimmt Wohnung in uns, darüber werde ich heute reden. Ich habe einen Artikel heute ausgeteilt über Pfingsten. Und da hat ein Autor geschrieben, Gott baut ein Kraftfeld auf. Ein Kraftfeld der Liebe Gottes und des Heiligen Geistes. Ich habe den der Gemeinde gegeben. Wer diesen Artikel haben will, kann mir eine E-Mail schreiben. Ich schicke den zu. Es ist einer der besten Artikel, wo auch 26 Gaben des Heiligen Geistes genannt sind. Wie wir Gott dienen können. Ich bete jetzt nochmal für die Predigt. Jesus, wir danken dir, dass du unser guter Hirte bist. Du leitest uns Tag für Tag durch deinen Geist. Rede jetzt durch die Predigt zu uns, Herr, und hilf uns, dass wir in eine intime Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist kommen, der uns Gaben gibt und der uns auch gebrauchen will als ein Segen für immer mehr Menschen, gemäß der Berufung, den Gaben, die jeder bekommen hat. Amen. Also Pfingsten feiern wir 50 Tage nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi, was wir Ostern feiern. Und das Pfingstfest wurde schon im Alten Testament gefeiert, nach dem Passafest, wo ein Lamm geopfert wurde, Lämmer geopfert, wo der Hohenpriester einmal im Jahr in das Allerheiligste ging und Vergebung der Sünden für Israel erwirkt hat. Aber Jesus ist das ewige Passalamm. Und er wurde am Passafest gekreuzigt zur Vergebung unserer Sünden. Und er sagt, bleibt in Jerusalem, denn die Verheißung des Vaters wird ausgegossen für alle, die durch Jesus Vergebung der Sünden empfangen, der Heilige Geist. Und das ist, was wir heute feiern. Es ist wichtig zu wissen, warum ist der Heilige Geist gekommen? Wie kannst du in eine Beziehung mit dem Heiligen Geist kommen? Und warum will er überhaupt in deinem Leben sein? Wozu ist der Heilige Geist gekommen? Was will er für dich und mich tun? Und darüber will ich heute reden. In Johannes 14, kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, er weiß, er ist gekommen zu sterben, lehrt er im Johannesevangelium Kapitel 14 bis 16 über den Heiligen Geist, der kommen wird und der auf die ganze Menschheit ausgegossen wird, um sie Wahrheit zu lehren. Und er sagt dort in Johannes 14, 15 bis 18, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Das ist das Wort Parakletos, Helfer, zur Hilfe herbeigerufene. Er wird euch einen anderen Helfer, einen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn weder sieht noch ihn kennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist lassen, sondern ich komme zu euch. Amen. Das ist eine gewaltige Verheißung, die Jesus hier gibt. Er sagt, ihr werdet meine Gebote halten. Und Jesus sagt, ich gebe ein neues Gebot, das alle 10 Gebote und das Gesetz Gottes erfüllt, liebt einander. Mein Gebot ist Liebe, liebt sogar eure Feinde, liebt eure Nächsten wie dich selbst und Gott mit ganzem Herzen. Das ist das Gebot, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und dann hat er das Gebot gegeben, dass wir Buße tun von unseren Sünden, weil er das Reich der Himmel auf die Erde gebracht hat. Amen. Jesus begann seine Predigt, tut Buße von euren Sünden, denn das Reich der Himmel ist gekommen. Und wenn wir Buße tun von unseren Sünden und Vergebung durch das vergossene Blut des Sohnes Gottes, das am Kreuz vergossen hat, wenn wir diese Buße tun, empfangen wir Vergebung. Und Jesus sagt, ich werde euch den Helfer, den Heiligen Geist geben, dass er in euch Wohnung. Also wir empfangen nicht nur Vergebung der Sünden, wir empfangen Gott in uns. Wir werden der Tempel und die Wohnung des Heiligen Geistes. Gibt es etwas Größeres? Du wirst das Haus Gottes, du und ich, wir als Christen, jeder Christ ist die Regierungszentrale des Himmels auf der Erde.
Das Reich Gottes nimmt in dir und mir Wohnung durch den Heiligen Geist. Also wir sind keine Waisenkinder. Vielleicht hast du keinen Vater und Mutter mehr. Und Jesus ist zur Rechten des Thrones Gottes zum himmlischen Vater zurückgegangen. Aber wir sind keine Waisenkinder, sondern Gott ist jeden Tag mit dir durch seinen Geist. Amen. Wir können jeden Morgen lernen zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Und das tun Zuni und ich jeden Morgen. Wir begrüßen jeden Morgen den Heiligen Geist. Wir sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Füll uns heute mit deiner Kraft, mit Strömen lebendigen Wassers. Gib uns heute Weisheit, was wir tun sollen. Ordne unsere Pläne, unsere Schritte. Das ist, wofür der Heilige Geist da ist. Und er sagt, der Geist der Wahrheit ist nicht für Ungläubige gekommen. Es ist ein Heiliger Geist. Zuerst muss das Blut Jesu unsere Seele, unser Herz reinigen von Sünde. Und dann kann der Heilige Geist in einen geheiligten Tempel in dich und mich kommen. Amen. Das ist die Reihenfolge. Und der Heilige Geist wird auch Geist Christi genannt, Geist Gottes. Er hat viele Namen. Der Heilige Geist, Jesus sagt, ich komme zu euch. Wie kann Jesus zu uns kommen, wenn er im dritten Himmel auf seinem Thron sitzt, auf dem Thron neben dem himmlischen Vater, von Engeln umgeben? Jesus sagt, ich komme zu euch durch meinen Geist, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist befähigt uns, die Werke Christi auf der Erde zu tun. Und Lüge mit Wahrheit zu ersetzen. Und die Wahrheit des Evangeliums zu predigen in unserer Generation. Amen. Die Welt ist heute voller Lüge, aber der Heilige Geist deckt Lügen auf und lehrt uns über Sexualität, über Beziehung, über Kinder, über Finanzen, über unsere Gaben, Wahrheit. Seid ihr seiner Gegenwart bei dir bewusst. Er will dir bei allem jeden Tag helfen. Wenn du eine Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann oder zu deinen Kindern hast, dann geschieht das durch Worte, richtig? Ich hab dich lieb, mein Schatz. Ich glaube an dich. Brauchst du irgendwas, wo ich dir helfen kann? Und genau so müssen wir in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist leben. Amen. Manche Christen sagen, ja, wir können nicht zum Heiligen Geist beten. Natürlich können wir das. Wir können es nicht nur, wir müssen es. Weil der Heilige Geist ist genauso Gott wie Gott Vater und wie Jesus Christus. Und Jesus ist nicht bei dir auf der Erde, aber der Heilige Geist ist bei dir. Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Ehepartner ein ganzes Jahr kein Wort mit dir redet? Grauenvoll, richtig? Würdest du dich geliebt fühlen? Ich glaube, du würdest dich vernachlässigt fühlen. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er will, dass wir mit ihm reden und lernen, jeden Morgen zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Heiliger Geist, salbe meine Augen, dass ich sehe, was Gott mir zeigen will, welche Wege ich gehen soll. Jesus sagt in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und der Heilige Geist erklärt uns Gottes Wort, wie wir leben sollen jeden Tag. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes 14, 23. Hier haben wir das. Wir werden Gottes Wohnung. Und dann sagt Jesus weiter über den Heiligen Geist, Vers 26, 27, das habe ich zu euch geredet, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, euer Helfer, den der Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren. Wie viel wird er uns lehren? Alles. Er wird euch die ganze Bibel lehren, den Bund Gottes, wie du betest, wie du gesegnet und siegreich lebst. Er wird dich alles lehren. Und er wird dich an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist der Shalom Gottes. Und der Shalom, der Friede Gottes, ist Frieden für deine Seele, für deinen Geist, für deinen Körper. Wenn deine Hand krank ist, hast du Frieden? Der Heilige Geist ist ein reinigender Geist, aber auch ein heilender Geist. Er heilt dein und mein Selbstbild, er heilt unsere Seele, er heilt unsere Gefühle und er heilt auch unseren Willen, dass wir sagen, ich kann alles tun mit Christus, der mich stark macht. Gott, der Heilige Geist, gibt uns Frieden und Wohlergehen jeden Tag. Und dann sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam.
Warum sollen wir nicht furchtsam sein? Weil Gott mit dir ist. Amen. Weil der Heilige Geist mit dir ist. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 4 steht, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Und das ist Satan, gefallene Engel und Dämonen. Die sind unter unseren Füßen. Amen. Und der, der in dir und mir lebt, ist mächtiger, weil er hat das Universum, Himmel und Erde geschaffen, der Heilige Geist. Durch Gottes Kraft, durch Gottes Worte. Also wir haben einen mächtigen Helfer in uns, der dich jeden Tag die Bibel lehren will. Deswegen ist es wichtig, dass wir einmal im Jahr am besten die ganze Bibel lesen. Das dauert nur 20 Minuten. Teil das Alte Testament, die Seiten durch 365, dann hast du etwa 3 Seiten. Und das Neue Testament. Und dann liest du jeden Tag Altes, Neues Testament in 20 Minuten. Führt der Heilige Geist dich durch die ganze Bibel in einem Jahr. Und er gibt dir Offenbarung, Erkenntnis und er baut Wahrheit und Glauben in deinen Geist. Der nächste Punkt ist das Warten und das Empfangen des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt in der Apostelgeschichte, wo die Gemeinde Jesu geboren wurde durch Kraft vom Himmel, durch Pfingsten, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi, Gottes Familie auf der Erde. Und dort sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, 4 und 5, und als Jesus mit seinen Jüngern versammelt war, das waren hunderte Jünger, die mit Jesus waren vor seiner Himmelfahrt, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte Jesus, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Wow, also Jesus kündigt die Taufe mit dem Heiligen Geist an. Das ist eine Taufe im Wasser, die haben wir auch als Gemeinde nächste Woche. Und das ist, dass der alte Mensch gestorben ist. Und dass ein neuer Mensch, der Tempel des Heiligen Geistes, aus dem Wasser aufsteht. Wir haben Auferstehungsleben Jesu Christi. Wir haben neues, ewiges Leben. Das geschieht in der Taufe. Und in der Taufe im Wasser handelt Gott an uns. Jesus sagt, sieh, ich mache alles neu. Seine Kraft ist im Wasser. Aber dann gibt es die Taufe mit dem Heiligen Geist. Amen. Wo Gott in dir Wohnung nimmt. Wo er dich erfüllt mit Strömen lebendigen Wassers. Wo du regelrecht mit dem Gnadenthron Gottes, mit dem dritten Himmel verbunden bist. Und du kannst im Geist beten. Du kannst sagen, danke, Heiliger Geist, dass du durch mich betest. Und der Geist Gottes gibt dir auch Gnadengaben. Und er sagt hier in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. Also der Heilige Geist hat die Weltmission, dass das Evangelium Jesu Christi in alle Kontinente und Nationen gegangen ist, koordiniert. Und wir sind Zeugen dafür, dass Gott Mensch geworden ist. Und dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag, er hat die Schlüssel des Todes Satan genommen, die durch den Sündenfall der Menschheit, durch die Sünde der Menschheit kam Tod, ewige Trennung. Jesus hat das besiegt. Und er sagt, durch den Heiligen Geist bist du mein Zeuge von der Auferstehung Jesu Christi. Das ist, wofür der Heilige Geist uns gegeben ist. Und dann sehen wir, also dass der Apostel Paulus über diese Verheißung des Vaters redet. Übrigens in Hesekiel 36 im Alten Testament sah es eine der Verheißungen von Pfingsten. Und dort sagt Gott in Hesekiel 36, Prophet im Alten Testament, 700 Jahre vorher, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde euer steinernes, felsenhartes, kennt ihr Menschen mit hartem Herzen? So 1000. Gott will uns ein weiches Herz geben aus Fleisch. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Und ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein und ich werde euch befreien von allen Unreinheiten.
Das ist, worauf Israel gewartet hat und was in Jesus Christus erfüllt wurde. Das heißt, wenn wir Jesus annehmen, empfangen wir ein neues Herz, einen neuen Geist, den Heiligen Geist. Und dann predigt Paulus, nachdem der Heilige Geist in Kraft gekommen ist an Pfingsten, und er zitiert den Propheten Joel, Apostelgeschichte 2,17. Er sagt, das, was ihr erlebt, sie sprachen in neuen Zungen, in einer neuen Gebetssprache. Sie sprachen in Sprachen, die sie gar nicht gelernt haben und haben die Taten Gottes in Griechisch und Assyrisch gepriesen. Und er sagt, das ist das, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Und sie werden Visionen und Träume haben. Und sogar auf meine Diener und Mägde, Dienerinnen, werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das heißt, vor Gottes Sicht gibt es nicht Mann noch Frau. Wir sind gleichwertig in Jesus Christus. Das war eine Revolution, die Jesus gebracht hat. Amen. Männer und Frauen waren geteilt im alten Bund. In Christus sind wir eins geworden. Und Gott will Frauen genauso machtvoll gebrauchen, wie er Männer gebraucht. Glaubst du das? Amen. Gott will in dieser Zeit dich gebrauchen als Frau zu einem Segen für Hunderte von Menschen. Und das können wir nur durch den Heiligen Geist. Und er sagt, ihr werdet Träume und Visionen sehen. Das ist hier der Prophet Joel. Lest mal Joel Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Und dort steht auch, und es wird geschehen im Propheten Joel, mein Geist wird auf alles Fleisch kommen, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, Vers 5, wird gerettet werden. Welcher Name ist das? Das ist der Name Jesus. Amen. Und Jesus heißt, Gott rettet. Also der Preis ist bezahlt. Und jetzt kann jeder den Namen Jesus anrufen, um Vergebung seiner Sünden bitten, es durch das Blut Jesu empfangen. Und er hat ewiges Leben und Errettung. Und du empfängst den Heiligen Geist. Und das ist am Pfingsten geschehen, 3000 kamen zum Glauben und Petrus sagte, tut Buße, ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also erst kommt das Blut zur Vergebung der Sünden. Du kannst ohne das Blut Jesu nicht den Geist empfangen. Amen. Das haben viele Prediger gepredigt. Erst das Blut, dann kommt Reinigung von Sünde. Und dann bist du bereit, den Heiligen Geist in dir aufzunehmen. Und er kommt in dich und wird nie wieder weichen. Halleluja. Jeder Christ ist begabt, das ist mein letzter Punkt. Der Heilige Geist gibt Kraft zu dienen. Viele haben gesagt, die Kraftausrüstung Gottes. Wenn du dich schwach fühlst, dann leg dir die Hände jeden Tag auf, sag, Herr, füll mich mit frischer, neuer Kraft. Wir müssen natürlich auch ausruhen, Amen. Wir müssen in der Sabbatruhe Gottes leben, genug schlafen, genug Ruhe, genug Bewegung für den Körper, weil wir sind in einem vergänglichen Körper. Aber lade den Heiligen Geist ein und sag, Herr, danke für Heilung von Kopf bis zu den Füßen. Danke, dass du mir die Kraft gibst, Menschen zu dienen mit meinen Gaben. In 1. Korinther 12, und damit will ich schließen, das ist mein dritter Teil, jeder Christ ist begabt und berufen zum Dienst. Es gibt keine Ausnahmen. Amen. Du hast einmalige Gaben, die ich nicht habe. Jeder hier heute Morgen, auch über den Livestream, hat einen Gabenmix von 3, 5 starken Gaben. Und diese Gaben sind gegeben, ein Segen zu werden für andere Menschen und dadurch wächst du und ich. Amen. Wenn wir unsere Gaben nicht nutzen, dann verkümmern wir. Und wir können eingehen. Wir können geistlich sogar sterben. Weil du bist erfüllt. Gestern war ich müde und habe ich einem Nachbarn gedient, der wohnt direkt nächste Tür, und habe dann gebetet für eine Heilung. Er hatte einen Unfall und danach war ich voller Kraft. Davor habe ich mich schwach gefühlt. Ich habe ihn ermutigt. Seine Kinder sind schon getauft und dann habe ich für ihn gebetet, ihn ermutigt und rate mal, ich war erfüllt. Und das ist, was passiert, wenn wir anderen dienen in unserer Schwachheit. Dann kommt Kraft. Amen. Ich möchte einmal vorlesen aus 1. Korinther 12, Apostel Paulus' Brief an die Gemeinde in Korinth.
Er sagt dort, deshalb tue ich euch kund, Vers 3, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagen kann, Fluch über Jesus. Das können nur Feinde Gottes sagen. Menschen, die nicht wiedergeboren, nicht neugeboren sind. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer dem Heiligen Geist. Wenn du heute Morgen sagen kannst, Jesus ist mein Herr, mein Erretter, dann sagst du das, weil der Heilige Geist bei dir ist. Amen. Das kann niemand sagen, Jesus ist Herr, ohne den Heiligen Geist. Er ist der, der uns Jesus Christus offenbart und der uns neues Leben gibt, der uns neu schafft. Das ist der Heilige Geist. Und er sagt, es gibt aber verschiedene Gnadengaben, ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wirkungen von Diensten im Leib Christi in der Gemeinde, ist aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Paulus nennt Gnadengaben Offenbarung. Das heißt, du brauchst regelrecht eine Offenbarung, wer bist du? Wie hat Gott dich im Mutterleib geschaffen? Und es gibt 26 und mehr biblische Gaben. Gaben der Leitung, Gabe der Lehre, Gabe der Seelsorge, Gabe der Barmherzigkeit, vielleicht auch Hausbesuche. Ja, eine Gabe für Kinderdienst. Und die Frage ist, wo sind deine Gaben? Und Gott will, dass wir diese Gaben entdecken mit dem Heiligen Geist gemeinsam und dann diese Gaben nutzen, zu dienen, Raum zu unserem Platz zu finden im Leib. Und ich sage dir, dass das Bild, das der Apostel Paulus bringt, er sagt hier, wir sind in einem Geist, Vers 13, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, also Israel, Gottesvolk oder Heiden. Wir sind Heidenchristen. Wir sind alle mit einem Heiligen Geist getränkt worden. Denn wir sind ein Leib, aber viele Glieder. Wenn der Fuß sagen würde, ich brauche die Hand nicht, ja, wie sollten wir gehen? Wenn das Ohr zum Auge sagen würde, ich brauche dich nicht, dann wäre alles Gehör. Aber du könntest nichts sehen. Und wir brauchen alle Glieder am Leib Christi, damit die Gemeinde gesund ist und damit sie ihr volles Potenzial entfaltet, hier in Berlin oder in Stuttgart, Hamburg, wo immer du bist. Wenn deine Hand nicht funktioniert, dann, du hast keine Hände, dann bist du handicapped, so sagt man das, richtig? Und wenn du sagst, naja, die Bauchspeicheldrüse, die ist so klein, die ist eigentlich unbedeutend, auf die kann ich doch verzichten. Garantiert nicht, dann bist du ganz schnell tot. Amen. Und dann hast du kein Insulin. Oder die Leber. Also jedes einzelne Glied und Organ ist nötig, damit du einen gesunden Körper hast, mit dem du dein Potenzial entfaltest. Und das gebraucht hier der Apostel Paulus als Bild. Und er sagt dann weiter, Gott hat uns in einem Leib zusammengeführt, und dabei dem Mangelhaften größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder füreinander Sorge tragen. Und ich denke, unsere Gesellschaft krankt genau daran, dass die Leute nicht ihre Berufung kennen. Dass sie nicht ihre Gabe nutzen, da wo die Nöte und die Probleme sind von Kindern, Jugendlichen, Vätern, Müttern. Amen. Dass eben hier eine Isolation ist und daran krankt der Leib. Nichtnutzung von Gaben führt zum Absterben, zum Mangel und kann zu Krankheit und Verkümmern führen. Das ist, was uns bewusst sein muss. Dietrich Bonhoeffer, der hat von 1906 bis 1945 gelebt und war ja ein Widerstandskämpfer gegen die Nazi-Diktatur. Er hat gesagt, eine Gemeinschaft, die es zulässt, dass ungenutzte Glieder da sind, wird an diesen zugrunde gehen. Wow, das ist ein hartes Wort. Ha? Also das heißt, wir gehen nicht zugrunde, weil ein, zwei nichts tun. Aber das ist ein dramatisches Bild. Wenn der Leib nicht funktioniert mit den vielen Gliedern, sagt Bonhoeffer, dann ist dort etwas an Mangelerscheinung. Also wir sollen uns nicht bedienen lassen als Christen,
sondern wir sollen dienen. Amen. Das habe ich hier geschrieben. Jeder sollte seinen Platz kennen, gemäß seiner Gaben im Leib. Und das ist, was der Heilige Geist tut und zeigt. Also ich träume so sehr von einem Seniorencafé, aber das kann nicht alles der Pastor machen. Amen. Wir träumen von Hausaufgabenhilfe für Kinder. Wir haben jetzt so eine Idee mit Häkeln, Stricken, verschiedene Dienste und Gaben. Da müssen wir auch noch Schlüsselrecht geben. Aber ich sage, diese Dinge, dass die Gemeinde eigentlich 7 Tage die Woche ein offener Ort sein soll, für alle Generationen, für alle Menschen. Wie kann das passieren? Durch den Pastor? Durch einige wenige Älteste? Nein! Durch uns alle gemeinsam. Amen. Durch dich, durch mich. Dass jeder sagt, ich gebe meine Gabe, meine Liebe, meine Zeit an diesem Tag, zu dieser Zeit für Frauen, für Kinder, für Senioren, ja, für das und das, was Gott offenbart. Deswegen sagt Paulus, die Offenbarung des Geistes von Gaben, von Diensten ist zum Nutzen für alle gegeben. Also das hat mich dieses Pfingstfest berührt. Weil als der Heilige Geist kam, wuchs die Gemeinde explosiv. 3000 Menschen an einem Tag, 2 Kapitel später 5000 Menschen. Wenige Monate später war Jerusalem erfüllt mit dem Evangelium Jesu Christi. Wow, da geschah eine explosive Kraft der Freisetzung von Christen für den Dienst. Und wir lesen auch, keiner hatte Mangel. Und das wussten die Heiden und haben sich bekehrt. Die haben gesagt, wow, in der Gemeinde ist Versorgung, da ist Hilfe, da ist Liebe, da wird mein Leben gebaut. Der Heilige Geist will jedem gläubigen Christen offenbaren, seine Gaben, seine Dienste, und zwar auf eine Weise, dass alle dadurch einen gegenseitigen Vorteil haben. Amen. Wenn wir alleine leben, isoliert, dann macht das krank. Aber wenn wir gemeinsam ein Körper Jesu Christi sind, ein Leib Christi, das ist Gottes Plan für eine leidende Menschheit, dann wird unser Leben gemeinsam besser und gesegneter. Und die Gemeinde wächst übernatürlich durch das Wirken des Heiligen Geistes durch uns alle. Dadurch, dass jeder die ihm verliehenen Gaben des Geistes nutzt, beginnt der ganze Leib Christi zu leben. Das Leben Gottes vibriert durch die verschiedenen Dienste und Gaben, die genutzt werden. Und dann ist das Leben ein Abenteuer. Amen. So viele Menschen wollen nur Spaß, aber das ist keine bleibende Freude, die Gott uns gibt. Sie sind unerfüllt, sie gehen von Spaß zu Spaß, nehmen Drogen, sind süchtig, alles Mögliche. Aber Gott will uns erfüllen. Amen. Und sein Heiliger Geist, das hat Kurt Bodenmann, der war letzte Woche ein Evangelist, gesagt. Er hatte so viele Drogen. Er hat gesagt, der Heilige Geist ist besser als 1 Million Drogen. Als 1000 Spritzen mit irgendeiner Suchtmittel. Eine charismatische Gemeinde, Gnadengabe ist Charisma. Charis ist Gnade. Gott hat nur Gnadengaben, die du als Geschenk empfängst. Eine charismatische Gemeinde, die gnadenvoll ist, ist eine Gemeinde, in der jeder seine Aufgabe zum Wohl aller übernimmt und ausübt. Also wir sind in einem Leib zusammengebaut zum Wohlergehen voneinander und von der Gesellschaft. Jeder übernimmt, das ist also eine charismatische Gemeinde, das ist eine Gemeinde, wo jeder und jede eine Aufgabe gemäß seinen Gaben zum Wohl aller übernimmt. Ich wollte das zweimal vorlesen. Es kommt übrigens aus diesem Artikel von einem Lehrer und Professor aus Greifswald. Hat mich berührt. Ich würde ihn am liebsten mal anschreiben, weil der Artikel so fantastisch ist. Ich habe ihn ausgeteilt und ich schicke ihn gerne auch als PDF. Schreib an info@neuesleben.berlin. Ich möchte das jetzt gerne noch mal anwenden im Gebet und will jetzt im Gebet mit euch schließen. Und lasst uns dieses Pfingstfest, weil dafür ist der Heilige Geist gekommen, uns zur Antwort für die Probleme der Menschheit zu machen. Der Heilige Geist ist gekommen, dass wir nicht Beobachter sind, sondern dass wir Dienende sind. Und dass wir unser Brot brechen mit den armen, bedürftigen Menschen, die es zum Überfluss gibt draußen in der Welt. Amen. Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Mach das doch zu deinem eigenen Gebet. Heiliger Geist, danke, dass du in mir Wohnung genommen hast, weil ich an Jesus glaube.
Offenbare mir meine Gaben dieses Jahr. Offenbare mir, was meine Gaben von dir sind. Rede zu mir, was diese Gnadengaben sind. Und zeig mir doch einen Dienst, einen Platz, wo ich andere Menschen deine Liebe weitergeben kann. Ich unterordne mich dir, Heiliger Geist. Mach mich dir verfügbar. Rede zu mir ganz persönlich, wo ich einen Ort des Dienstes bauen kann, in der Gemeinde, im Leib Christi. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Zeig mir, was ich sein soll und tun soll und wo mein Platz ist als Glied am Leib. Hilf mir, dass ich einmal oder mehrmals diene mit meinen Gaben jede Woche. Ich bete für Offenbarung meiner Gaben und meiner Aufgabe. Jede Gabe des Heiligen Geistes ist gleichzeitig eine Aufgabe. Amen. Offenbar uns das, Heiliger Geist, dieses Pfingstfest und den Rest des Jahres und mobilisiere uns, den Willen des Vaters und die Gebote Jesu, die Liebe sind, praktisch zu tun. Wie Jesus gesagt hat, wenn du meine Gebote der Liebe hältst, dann nehme ich Wohnung bei dir und ich werde dir alles offenbaren und zeigen. Amen. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast, mach das doch gerade jetzt. Sag, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, zur Vergebung meiner Sünden. Auch ich bin ein Sünder. Reinige mich durch dein Blut. Ich öffne mein Herz für dich. Vergib mir meine Schuld und Sünde in Worten und Taten. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, zur Vergebung meiner Sünden. Ich empfange dich jetzt in meinem Leben als meinen Herr und Erretter. Und Jesus, ich brauche den Heiligen Geist. Heile mein Selbstbild, heile meine Seele, heile meinen Körper. Komm, Heiliger Geist, und fülle mich jetzt. Ich will die Gabe des Heiligen Geistes heute empfangen. Fülle mich mit deiner Kraft, Heiliger Geist. Hilf mir, richtig zu leben für meinen himmlischen Vater. Gib mir die Kraft, für dich zu leben. Und sei mein Lehrer in der ganzen Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, schreib gerne eine E-Mail. Unten sind auch Kontaktdaten. Wir schicken dir gerne ein Neues Testament als Geschenk. Und ich empfehle nochmal auch das Buch Entdecke deine Geistesgaben von Peter Wagner. Wenn dich das interessiert, das ist ein Gabentest, deine 5 stärksten Gaben zu entdecken, schreib einfach eine E-Mail an info@neuesleben.berlin. Ich glaube, es kostet 15 Euro inklusive Versand. Gottes Segen, lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass wir nicht Dinge aus unserer Kraft tun müssen, aus unserem Fleisch, sondern dass dein Geist unser Leben baut. Entfalte unser Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes aus reiner Gnade. Amen. Amen. Lass uns doch jetzt vorbereiten auf das Abendmahl.